Bei größeren Word-Dokumenten bietet es sich an, den Text durch Überschriften zu gliedern und ein Inhaltsverzeichnis einzufügen. Hierbei musst du beachten, dass die Überschriften im Text auch als solche formatiert werden müssen. Nur so werden sie später im Inhaltsverzeichnis auch richtig aufgelistet. Zum Einfügen des Verzeichnisses setze die Textmarke zunächst an die Stelle, an der es erscheinen soll. Als nächstes musst du in das Register Referenzen. Klicke hier in der Gruppe Inhaltsverzeichnis auf den gleichnamigen Befehl. Dadurch öffnet sich ein Dropdown-Menü. Wenn es schnell gehen soll, kannst du dich hier für eines der bereits vordefinierten Inhaltsverzeichnisse entscheiden. Per Klick wählst du das Verzeichnis aus und es erscheint direkt auf der Seite. Wenn du den Text richtig formatiert hast, siehst du die verschiedenen Ebenen im Verzeichnis. Wenn du das Erscheinungsbild des Inhaltsverzeichnisses selbst bestimmen willst, klicke im Menü auf Benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Dadurch öffnet sich das Dialogfenster Inhaltsverzeichnis. Hier siehst du unter Seitenansicht eine Vorschau, die dir zeigt, wie das Verzeichnis momentan aussieht. Mit gesetztem Haken bei Seitenzahlen anzeigen werden die Seitenzahlen der jeweiligen Überschriften angegeben. Wenn du den Haken bei Seitenzahlen rechtsbündig setzt, werden die Seitenzahlen ganz rechts in der jeweiligen Zeile angezeigt. Unter Füllzeichen kannst du auswählen, mit welchem Zeichen der Platz zwischen Text und Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis gefüllt werden soll. Mit einem Klick auf Formate kannst du ein anderes Erscheinungsbild für dein Inhaltsverzeichnis auswählen. Standardmäßig wird hier das Format der Word-Vorlage verwendet. Unter Ebenen anzeigen kannst du angeben, wie viele Ebenen dein Verzeichnis auflisten soll. Alle Anpassungen kannst du unter Seitenansicht in der Vorschau sehen. Aber du kannst dein Inhaltsverzeichnis sogar noch weiter anpassen. Mit einem Klick auf Optionen öffnet sich das Dialogfenster Optionen für Inhaltsverzeichnis. Hier kannst du auswählen, welche Formatvorlagen deines Word-Dokuments beim Inhaltsverzeichnis berücksichtigt werden sollen. Standardmäßig sind hier die Überschriften 1, 2 und 3 gewählt. Wenn du nun zum Beispiel noch eine vierte Überschriftenebene im Inhaltsverzeichnis haben willst, kannst du das hier einstellen. Mit einem Klick auf OK bestätigst du deine Eingabe und das Dialogfenster schließt sich wieder. Deine Auswahl ist auch sofort in der Vorschau sichtbar. Zusätzlich kannst du auch noch die Formatierung der Ebenen in deinem Inhaltsverzeichnis anpassen. Klicke dazu im Dialogfenster Inhaltsverzeichnis auf Ändern. Dieser Button ist aktiv, wenn das grundlegende Format von Vorlage ist. Es öffnet sich das Dialogfenster Formatvorlage. Hier kannst du nun die Verzeichnisebene wählen und neben dem Feld Vorschau auf Ändern klicken. Es öffnet sich das schon bekannte Dialogfenster Formatvorlage Ändern. Hier kannst du nun die Formatierung der gewählten Textebene aus dem Verzeichnis manuell nach deinen Vorstellungen anpassen. Mit einem Klick auf OK bestätigst du deine Anpassung und das Dialogfenster schließt sich. Jetzt kannst du den Vorgang mit den anderen Ebenen wiederholen. Bist du fertig, bestätigst du wieder mit einem Klick auf OK. Jetzt bist du wieder beim Dialogfenster Inhaltsverzeichnis und kannst deine Einstellung in der Vorschau kontrollieren. Per Mausklick auf OK schließt du das Dialogfenster und dein Inhaltsverzeichnis wird eingefügt. Wenn du dein Dokument nach dem Einfügen des Inhaltsverzeichnisses noch anpasst, kannst du das Verzeichnis auch im Nachhinein noch aktualisieren. Mit einem Klick auf Inhaltsverzeichnis aktualisieren öffnet sich ein Dialogfenster. Setze hier per Mausklick einen Punkt bei Gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Klickst du nun auf OK, schließt sich das Dialogfenster und dein Verzeichnis wird aktualisiert.